Ein neuer Tag, ein neues Glück. Die gute Agneta, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hat wieder eine Quest für uns, beziehungsweise führt ihre Quest weiter. Hey, hör mal, mein patentierter Superdünger funktioniert zu gut. Aber nicht nur bei den Blumen, das Unkraut wächst auch. Das geht dir mal gar nicht, Susanne. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit für harte, altmodische Arbeit. Du bist etwas zu schwach dafür, dass ich dir meine Kettensäge leihen kann. Du solltest schon etwas mehr essen, damit aus dir was wird, ja? Aber ja, mach mal lieber das hier. Benutz die schöne Heckenschere und jäte das gesamte Unkraut aus dem Sonnengarten. Und komm nicht zurück, bis alles Unkraut weg ist. Auf, los jetzt. So, dann machen wir das doch. Entschuldigt übrigens, dass meine Stimme immer noch so total für ein Eimer ist. Aber ich krieg's irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht. Wir haben zwar jetzt eigentlich schon offiziell, oder inoffiziell, schon Sommer, aber ja, das schützt leider nicht davor, ständig erkältet zu sein. Warum auch immer. Aber das ist ja kein Grund, mit Star Stable zu pausieren. Ich versuche halt weniger zu reden. Du da jetzt rein? Das, nee, da hinten. Ah. Hallo? Machst du das jetzt auch mal? Hallo? Was meint ihr noch? Das da draußen vielleicht? Kann ich das von dieser Seite überhaupt machen? Nee, natürlich nicht. Okay, also wenn wir wirklich so lange warten müssen, bis die Pflanzen jetzt hier alle raus sind, das wird noch dauern. Ich denke mal, das wird noch sehr lange... Will immer noch nicht. Sehr lange eine tägliche Quest bleiben. Also kommt nur mir das so vor oder ist das irgendwie mit der Präzision im Moment sehr viel schlimmer geworden? Es kann auch sein, dass das jetzt wirklich nur bei diesen Blumen hier ist, weil da ist es mir jetzt vermehrt aufgefallen. Gut gemacht. Jetzt ist das Unkraut, wo es sein soll. Gute Arbeit. Du, Susanne, komm mal kurz hierher. Du, das war nicht richtig gut. Achso, du, das war mal nicht gut. Wie du das Rohr repariert hast, das war eher nicht so doll, was du da gemacht hast. Jetzt sprüht das Wasser schon wieder in alle Richtungen. Sowas verstehe ich einfach nicht, Susanne. Hier hast du nochmal alles und jetzt geh und repariere das Rohr wieder. Und dieses Mal richtig. Ich werde ein Auge auf dich werfen, weißt du? Okay. Dann gehen wir halt nochmal zurück und reparieren nochmal das Rohr. Ich glaube, dafür mussten wir auch wieder absteigen. Ja, was auch sonst. Hier ist irgendwie die ohne Pferde-Ecke. Ja, genau. Brems, ein Thema. Was ich nur nicht verstehe, ist immer dieses Wegbacken, wenn man dann irgendwie mit dem Hintern oder so irgendwo gegenkommt. Man wird dann 2 Meter weiter nach rechts geschleudert. Schau dir das mal an. Jetzt sehe ich kein Wasser mehr sprühen. Ist es nicht ein tolles Gefühl in deinem Herzen, Susanne? Ehrliche, altmodische Arbeit ist die beste Nahrung für die Seele, sage ich auch immer zu Björn. Jetzt müssen wir abwarten und sehen, was passiert. Gute Nacht, Susanne. Morgen werden wir dann mal sehen, ob die Blumen blühen. Mama. Naja, es dauert doch ein bisschen länger, bis aus diesen kleinen Stängelchen richtige Blumen werden. So, wir haben noch 2 Quests. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf nach Veldel und schalte euch dann gleich wieder hinzu. So, wir sind jetzt bei Elizabeth angekommen. Da war ich etwas zu schnell.
Hallo Susanne, die Grundlage für das Gebräu ist fertig. Heute brauchen wir die letzten zwei Zutaten für die Kur. Kannst du mir noch mal helfen? Aber klar doch. Amen. Danke. Was wir brauchen, ist das Blatt einer Wasserlilie und den Dorn eines Dornenbusches. Okay. Das Blatt der Wasserlilie kannst du auf der anderen Seite der Brücke hier in Veldel finden. Man sagt, dass Wasserlilien, genau wie die Blumen Aydins, besondere Fähigkeiten haben. Die letzte Zutat, die wir brauchen, ist der Dorn eines Dornenbusches. Sie wachsen in der Nähe des Weges, der zum Observatorium führt. Diese Dornen sind sehr giftig, wenn sie falsch zubereitet werden. Richtig zubereitet jedoch sind sie sehr nützlich. Ich brauche die Sachen jetzt sofort. Ja, das könnte schwer werden, weil bei dem einen sind wir ja direkt, aber das andere ist halt am Observatorium und das dauert etwas länger, bis wir da sind. Aber wir geben natürlich unser Bestes. Und schau mal, ich denke mal, wir müssen von der anderen Seite dahin. Von hier aus kann man auch gar nicht so wirklich ins Wasser. Mal schauen. Ah, da hinten, okay. Gott, ich hoffe, ich komme da von hier aus dran. Oh ja. Halt, stopp. Moment. Eine von zwei? Ach so, ja klar, die anderen Sachen. Meinen die jetzt nicht die Wasserlilie mit, sondern die Dornen mit? Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ihr versteht mich noch, weil der Wasserfall ist gerade so laut im Hintergrund. Ich reite mal den ganzen Weg zum Observatorium rüber und werde euch dann gleich wieder einklinken. So, irgendwo hier sollen wir einen, ach da ist er schon, einen Dornbusch finden. Ja, und damit haben wir auch das, also können wir uns wieder auf den Weg zurück machen. So, und da sind wir nun wieder bei Elizabeth. Vielen Dank, ich kann das Gebräu jetzt fertig machen. Während ich das Gebräu fertig mache, kannst du vielleicht Felicity und Summer Breeze suchen. Das Gebräu wird morgen fertig sein. Ja, warum soll ich dir suchen, um denen das zu sagen, oder was? Ja, dann reisen wir mal komplett hier runter nach Firegrove und, oh, das wollte ich jetzt nicht. Und dann hole ich euch gleich wieder hinzu, um zu sehen, was wir Felicity denn sagen sollen. Felicity! Hi Susanne, ich bin so froh, dich zu sehen. Die Tierärztin hat Summer Breeze untersucht. Es scheint sehr ernst zu sein. Sie wollte mir aber nicht sagen, wie ernst. Mama. Wie auch immer, sie hat mir von der Kur erzählt, die du und Elizabeth zusammenbrauen. Und das hat mich ein wenig erleichtert. Du hast ja keine Ahnung, wie viel mir deine Hilfe bedeutet, Susanne. Ich werde Summer Breeze bis morgen noch per Hand füttern. Ja, das war's jetzt auch schon, ne? Ich habe jetzt keine laufende Quest mehr. Nein, ich habe keine laufende Quest mehr. Dann würde ich sagen, weil wir jetzt noch eine Quest hier oben im Tal des verborgenen Dinosauriers haben, dass ich mich dort noch eben schnell hinbegebe und dass wir uns dann gleich wiedersehen. So, wir sind nun bei Nick Stoneground angekommen. Mal schauen, was wir heute für ihn tun können. Nun sollte Post für mich angekommen sein. Kannst du zum Briefkasten für eingehende Post reiten und sehen, ob Post angekommen ist? Ich bereue es fast, dass die Briefkästen so weit weg aufgestellt wurden. Okay, weit weg, naja. Ja, Briefe. Ich liebe Briefe. Von AAE ist er auch noch. Sie sagen, dass sie mich voll in meinen Forschungen hier im Tal des verborgenen Dinosauriers unterstützen werden und mich mit allen Nötigen versorgen. Das sind gute Neuigkeiten. Sie sagen auch, dass sie froh sind, dass ich lebe. Sie dachten, ich wäre für alle Zeit verschwunden. Ja, dafür müssen wir dir danken, Susanne. Also Susanne, das Lager ist einigermaßen in Ordnung, auch wenn es noch jede Menge Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. Aber das Wichtigste von allen ist, dass wir einen Ausgangspunkt haben und die Unterstützung von AAE nun die Expedition losgehen kann. Willst du mir dabei helfen, das Tal des verborgenen Dinosauriers zu erforschen? Ja klar.
Ausgezeichnet, sehr gut. Da sind wir ein Team. Als Dank werde ich jeden Tag meine Informationen, die ich habe und bekomme, mit dir teilen, während wir hier sind. Der große Zusammenbruch? Was ist das denn? Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu erforschen und zu entdecken. Einige eignen sich besser als andere. Man sollte wissen, dass unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Ziele benötigt werden. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist der Zweck meiner Expedition? Und die Antwort wird dich über den geeigneten Satz aufklären, der wiederum klar macht, welche Ausrüstung du benötigst. Ich möchte, dass du meine Karte über diese Gegend hier fertig zeichnest. Dazu benötigst du meine begonnene Karte, Stift und Fernglas, um alle Winkel zu beobachten und Positionen zu berechnen und vieles mehr. Gleichzeitig möchte ich auch, dass du einen Teil der Plätze abbildest, was du am besten mit der Kamera machst. Mit einer halbfertigen Karte, einem Stift, dem Dreibein-Fernglas und einer Kamera solltest du bestens für die Aufgabe gerüstet sein. Oh. Ich werde dich an Orte schicken, wo ich möchte, dass du die Plätze dokumentierst und die Karte komplettierst. Vergiss nicht, die Sachen, die du verwendest, von den dokumentierten Plätzen mitzunehmen. Ein Entdeckungsreisender darf niemals seine Ausrüstung verlieren. Das bringt die gesamte Expedition zum Scheitern. Verstanden? Ich denke. Wobei, ich habe doch schon alles erkundet. Nun gut, fassen wir zusammen. Mittels Triangulierung wirst du also den Abstand zwischen verschiedenen Zielen feststellen, um danach mit ruhiger Hand das Kartenwerk zu vervollständigen und mit dem Fotoapparat, den ich dir ausgehändigt habe, alles zu fotografieren. Dann ist ja alles sonnenklar. Ah, du willst die Ausrüstung zuerst testen? Schlau! Ein richtiger Entdeckungsreisender testet seine Ausrüstung natürlich zuerst. Mach es wie folgt. Nimm die Ausrüstung und versuche den Platz hinten am Rande des Lagers zu dokumentieren. Okay? Los geht's. Komm dann zurück zu mir und wir gehen das Verfahren nochmal durch und machen den Feinschliff, bevor du dich auf die Expedition begibst. Okay. Dort hinten ist dann also... Oh, ich habe ja schon die Jacke bekommen. Moment, dann schauen wir die uns gerade mal eben an. Sehr schön, mit den besten Werten. Ja, da es hier natürlich gerade kalt ist, werde ich dann mal eben meine Sachen umziehen, damit ich hier nicht so friere. Aber ich habe gar nichts hier drin. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich einfach so machen können, indem ich anklicke. Aber die Jacke ist wirklich mal schön, muss ich sagen. Die gefällt mir echt gut. Okay, also sie fotografiert automatisch, obwohl ich gar keine Fotokamera habe. Okay, das ist gut. Das vereinfacht die Sache. Ja, hier soll es heute Nachmittag auch wieder gewittern. Also ich fühle mich irgendwie heimisch, sobald ich hier rumlaufe. Okay. Moment, muss ich das nochmal? Achso, ich muss das wieder mitnehmen. Okay, verstehe. Auf der Karte zeichne ich dann. Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich muss die Karte auch wieder mitnehmen. So, das war jetzt alles. Oh, da hat sich einer nochmal warm angezogen. Ja, ich habe auch sehr schöne, warme Expeditionsklamotten eigentlich schon alle gekauft, wie ihr ja in dem Video sehen konntet, über die Regenbögen, beziehungsweise aus der Wolkenwelt. Aber leider, leider hat Star Stable ja alles dann wieder rausnehmen müssen. Deswegen habe ich jetzt keine warmen Klamotten mehr. Problem? Das sah doch vielversprechend aus. Ich denke, du könntest die Kamera etwas höher halten und die Verschlusszeit für eine andere Belichtung ändern, um die Reflexe im Schnee zu kompensieren. Aber ansonsten hat es gut funktioniert. Bereit für die Mission? Immer doch. Nun gut, hier nimm die Ausrüstung und begib dich auf deine erste richtige Expedition. Ich denke, du kannst damit beginnen, den gefrorenen Talsee hier unten zu erforschen und zu dokumentieren. Der See macht einen zentralen Teil des Kraters aus. Der Wasserstand ist nun viel niedriger als damals, als der See den ganzen Krater gefüllt hat.
Wie immer bei Eis, sei vorsichtig. Es kann brechen und es gibt Risse. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein, dass du nicht ins eiskalte Wasser fällst. Komm danach zu mir zurück für den Nachbericht, wenn du die 4 Plätze auf dem gefrorenen Talsee dokumentiert hast. Okay. Was ist denn hiermit? Kann ich das denn schon anklicken? Der Winter im Jahre 1912 war ein sehr harter. Die Expeditionen ins Tal des verborgenen Dinosauriers waren im vollen Gang. Diesen Winter wurde man jedoch gezwungen, die laufenden Erkundungen abzubrechen, da Schneestürme und Schneefall zu stark wurden. Der Schnee lag schwer auf dem ohnehin schon zerbrechlichen Dach aus Eis. Die Säulen aus Eis, die das Dach stützten, ächzten unter der schweren Last aus Schnee, die sich über sie gelegt hat. Mit Schrecken stellte man fest, dass das Dach der Last nicht mehr lange standhalten würde. Und die Expeditionen haben den großen Saal aus Eis unverzüglich verlassen. Aber nicht alle waren sich des Ernstes der Lage bewusst oder wurden rechtzeitig alarmiert. Man hat in den großen Alarmvorrichtungen geblasen, aber diese wurden schon eine ganze Weile lang nicht mehr verwendet und waren voller Eis und kein Laut war zu hören. Am Ende gab das Dach unter der enormen Last aus Schnee nach und brach zusammen, mit Donner und Krachen, sodass es sogar bis zum Jorvik-Stall zu hören war. Ist das ganze Dach eingestürzt und verschwand im Krater. Die Expeditionen, die sich zum Zeitpunkt unter dem Dach befanden, sind nie mehr zurückgekehrt. Der unbarmherzige Winter hielt an und im Tal schneite es immer wieder, bis es für Expeditionen nicht mehr betretbar wurde und sich keiner mehr dorthin wagte. Nach dem großen Zusammenbruch hörte man auf, das Tal zu untersuchen. Teils, weil es unmöglich war, hineinzugelangen, teils, weil man Angst vor dem instabilen Eis hatte. Das Tal geriet also in Vergessenheit und blieb bis jetzt unberührt. Okay, das ist eine sehr schöne Hintergrundgeschichte. Vielen Dank dafür, Nick. So, dann wollen wir uns jetzt mal aufmachen. Ich glaube, konnte ich nicht sogar hier rechts schon runter? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, da konnte ich runter. Okay, sehr schön. Da bin ich ja bei meiner ersten Erkundungstour hier runtergelaufen. Habe ich die Sachen jetzt? Ne, ich habe die Sachen immer noch nicht im Inventar. Okay. Also, dann brauche ich nur anklicken. Das ist wunderbar. Weil das erspart mir nämlich eine Menge Aussucharbeit. Wenn man die Fotografien denn wenigstens auch behalten könnte, die man in Star Stable macht. Aber nein, das ist wieder nur für die Expedition. So geht das nicht, meine Damen und Herren. Wir, die Erkunder von Jorviks, wollen auch etwas davon haben. Oh, das ist sehr, sehr schön. Das habe ich jetzt so, glaube ich, noch nicht gesehen. Also das dauert jetzt natürlich alles ein bisschen lange. Ich wäre auch schon fast gewählt, das Ganze hier, dieser Platz wurde dokumentiert, okay. Das Ganze hier etwas abzukürzen, aber dann, ja, würde ich ja irgendwie, oh Moment, da komme ich nicht hin, das ist Wasser. Da würde euch ja dann irgendwie ein Teil des Ganzen fehlen und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, das finde ich dann auch irgendwie doof. Deswegen lasse ich das mal einfach weiterlaufen, was ich hier mache. Boah, das war jetzt aber richtig, richtig eng. Ich glaube, ich bin hier drüber letztes Mal gekommen. So, ich denke mal, dass wir jetzt... Ja, genau. Wir fotografieren den Dinosaurier. Das dachte ich mir schon. Wer weiß. Ich denke mal, Nick Stoneground wird wohl noch nichts von dem Dinosaurier wissen. Nehme ich an. Ja, berechne die Winkel etwas schneller, bitte. Hallo. Ich wollte sagen, darf ich das denn auch wieder aufsammeln hier? Okay. Fotografieren wir mal einen Schneehaufen. Auch nicht schlecht.
Ah, okay. Die Karte sieht aber gar nicht mal so schlecht aus, wenn die dann bemalt worden ist, finde ich. Also ich denke mal, oder ich vermute mal ganz stark, dass das, was ich jetzt gerade hier mache, später mal eine Daily werden wird, wo ich dann wirklich jeden Tag hier hinkommen kann und dementsprechend das machen kann oder muss, je nachdem wie man es sieht. Hier soll es doch eigentlich... Ach, da hinten. Aber gut, ich habe es ja bisher immer so gehalten, dass ich das erste Mal, wenn ich die potenziellen Dailies gemacht habe, die dann auch mit euch zusammen gemacht habe, was natürlich den Vorteil hat, dass ihr dann immer wisst, was wo für Dailies gemacht werden. Ich finde diese Jacke wirklich echt schick, muss ich sagen. Also, gut, sie ist vielleicht jetzt so für Jorvik selber ein bisschen zu warm. Aber ich finde die richtig, richtig schön. Und da die jetzt auch noch die Top-Werte noch dazu hat. Ja, was will man mehr, ne? Ich finde es wirklich klasse. Ich finde es auch richtig toll, dass ich jetzt endlich mal, ja, so weit bin. Oder ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Dass ich jetzt endlich auch mal wirklich Top-Ausrüstung bekomme. Weil es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich mir die immer wirklich nur kaufen konnte. Und ja, halt immer nur diese 0815 oder viel schlechtere Ausrüstung bekommen habe in den Quests. Aber so ab Level, ich bin jetzt auf 15, glaube ich, ja. Ab Level 14, meine ich, hat es angefangen, dass ich wirklich ja, Endgame-Ausrüstung sozusagen erhalten habe. Also für, ja, für Max-Level hört sich jetzt komisch an. Wir fotografieren unsere Mitspieler, yay! haben wir denn alles? Ne, Moment, da hinten ist noch was. Müssen wir da hoch? Oder können wir da unten rum? Das weiß ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal, aber ich denke mal, hier ist es zu. Ja, hier ist es zu. Okay, dann gehen wir von der anderen Seite aus. Ja, das finde ich gut. Also mit der Ausrüstung. Weil, wie gesagt, es hat mich doch sehr stark genervt, dass ich immer nur sehr schöne Sachen zwar bekommen habe auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben aber auch, jetzt habe ich gerade gedacht, das Ding stürzt jetzt hier ein, auf der anderen Seite aber eben auch Sachen, die ich so nicht benutzen kann, weil die mir nichts bringen, weil die Werte halt teilweise unterirdisch waren oder gar nicht vorhanden waren. Das ist ja auch noch so eine Sache. Also gerade so diese Regenbogenausrüstung, die wir jetzt ja eigentlich schon teils gesammelt hatten nach dem Update, was aber ja jetzt zurückgesetzt worden ist. Die hat ja zum Beispiel einen Wert von 0. Und mit den Questsachen, die man bekommt, hat man sehr oft den Wert 0 drauf. Oder man hat so die Minimalwerte mit 1, 2 drauf, wo man aber normalerweise teilweise auch 8 drauf hätte auf bestimmten Werten. Und das finde ich persönlich... Ja, also gerade jetzt auch in dem Level, wo man schon lange, ich glaube seit Level 9 oder seit Level 10, konnte ich ja dann schon lange diese Endgame-Rüstung holen. Was auch gut war, weil ohne die wäre ich nie zu irgendeinem Championat gegangen. Also gut, ich war jetzt noch nie auf dem Championat. Das werde ich demnächst auch mal machen, dass ich mal das Ganze aufnehmen würde und... mein bestes Pferd nehme. Allerdings das, was ich extra fürs Championat haben möchte. Das muss ich also noch ein bisschen leveln, weil das ist noch auf Level 10 im Moment. Und wenn ich das gelevelt habe, dann werde ich auf jeden Fall mit euch mal... Ich gucke gerade, wo ich hier wieder hochkomme. Hä? Leute! Was ist das? Was war das gerade? Das habt ihr jetzt aber auch gehört, oder? Das war eindeutig... ein Dinosaurier, wollte ich gerade sagen. Das war eindeutig... ein Hubschrauber. Aber ich habe keinen gesehen. Na gut, jetzt muss ich dazu sagen, es ist so wahnsinnig...
Ja, dicht vom Schnee her, also da sieht man ja wirklich gar nichts. Aber das war jetzt wirklich schon echt krass. Vor allen Dingen war das laut. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt er uns ja jetzt gleich, was passiert ist. Vielleicht hat ja irgendjemand was gebracht, womit wir jetzt gleich weitermachen können oder so für die Expedition. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Obwohl hier ist anscheinend keiner angekommen. Aber es war jetzt schon krass, dieses Geräusch. Das hat mich doch sehr erschreckt gerade. Wow, du hast also den verborgenen Dinosaurier gefunden. Ja, schon wieder. Ich habe davon nur in alten Reiseberichten von früheren Entdeckungsreisen gehört, habe ihn aber selbst nie gesehen. Ich fühle eine deutliche Begeisterung bezüglich des interessanten Skelettfundes, wie eine Art Zusammengehörigkeit von früher, die ich nicht deuten kann, wie ein Déjà-vu. Welch solide Bilder du gemacht hast. Ich werde etwas über diese neuen Informationen, die aufgetaucht sind, nachdenken. Und vielleicht habe ich später mehr Informationen diesbezüglich. Muss eventuell einen Bericht darüber an AAE schicken, um mehr Auskünfte zu erhalten. Wir müssen mehr in Erfahrung bringen. Oh. Wir müssen das Skelett analysieren. Nimm Skelettproben von unterschiedlichen Stellen am Skelett mit einem Testapparat. Die paläontologische Abteilung der AAE kann die Proben danach analysieren. Was ich gesagt habe? Polenta? Nein, nein. Polenta ist ein schmackhafter Maisbrei. Paläontologie. Wobei die mit IE geschrieben wird. Paläontologie ist die Lehre über prähistorisches Leben und von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Toll, was? Also eigentlich sind wir Paläontologen hier im Tal des verborgenen Dinosauriers. Wir sind richtige Wissenschaftler. Ah, entschuldige, Wissenschaftlerin und Wissenschaftspferd? Man sagt wohl Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, egal ob Mensch oder Pferd. Frag mich nicht warum. Okay. Aber so ein bisschen durch ist der Kerl schon, ne? Okay.